Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder, dem YouTube-Kanal mitten aus dem Herzen des Spreewaldes. Was bitte ist das hier? Nein, es ist kein Heißluftföhn, so wie dieses hier. Es ist aber auch keine Laser-Entfernungsmesspistole von der Polizei und es ist auch kein Akkuschrauber. Ja, wir wären ja hier nicht beim Spreewälder, wenn es nicht irgendwas mit Schweißen zu tun hätte. Und ich glaube, hier sieht man es schon, mit diesem Teil, ja, 1,5 Kilogramm, kann man tatsächlich Elektrode schweißen oder man soll es zumindest können. Also ich war ja neulich auf Amazon unterwegs und bin dann drüber gestolpert über dieses Gerät und hatte jetzt die Möglichkeit, es mal zu testen. Und was bei dem Test rausgekommen ist und wie das Ganze funktioniert, das sehen wir jetzt hier in meinem neuen Video. Zunächst mal machen wir so ein kleines Unboxing. Ja, ist hier so ein kleines Paket gekommen. Und was ist da drin? Da haben wir eine Tasche drin. Da soll dann das Gerät verstaut werden. Packen wir mal zur Seite. Wir haben eine Anleitung auf Deutsch mit dabei. Naja, inhaltlich ist das nicht immer ganz schlüssig, was da steht, aber es ist die deutsche Sprache, mit der es geschrieben wurde. Dann haben wir eine Masseklemme mit dabei. Groß und massiv. Ja. Neuner Dorn, würde ich meinen. Dann haben wir dabei 20 Elektroden. Das Stabelektroden mit einem Kernstabdurchmesser von 3,25 mm und von 2,5 mm. Und wir haben das Schweißgerät an sich natürlich mit dabei. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier vorne, hier oben ist so ein kleines LCD-Display drin. Und dann haben wir noch so einen Aufsatz hier. Wie der funktioniert, zeige ich euch gleich. Ja, hier vorne ist ein 9 mm Dorn eingebaut. Und dieses Teil hier hat auch einen 9 mm Dorn, den man hier so einsteckt. Dann dreht man den fest und nun kann man über diesen Mechanismus hier vorne die Elektrode festspannen. Ja, und deutlich gekennzeichnet durch den Minuspol. Und hier unten am Griffstück haben wir den Pluspol. Hier kommt also die Masseklemme ran. Ja, das werden wir jetzt auch gleich nochmal machen. Masseklemme nehmen, Masseklemme ran. So. Dann wollen wir uns mal schauen, was passiert, wenn man das Gerät einschaltet und was uns ja angezeigt wird. Ja, hier oben an dem Schweißgerät befindet sich so ein Druckknopf, den drücke ich jetzt mal und dann passiert was. Jetzt kommt ein Zeichen am Display. Aha. Und jetzt könnte man doch denken, das ist ein Föhn, aber nein, das ist der Lüfter von diesem Gerät, der jetzt erstmal angeht. Ja, ich erkläre mal das Gerät ganz kurz. Einmal drücken auf den Hauptknopf und das Gerät geht an. Dann kann ich den Hauptstrom mit diesem Drehknopf hier einstellen und dann empfiehlt er mir eine Elektrodenstärke von 3,2 mm. Und wenn ich jetzt hier höher drehe den Strom, dann springt er zum Beispiel auf eine 4 mm Elektrode, aber das würde ich jetzt hier nicht machen. Und die Blechstärke empfiehlt er mir so 5 mm. Ja, das Ganze geht bis 140 Ampere. So, das ist eigentlich die normale Einstellung. Drückt man einmal auf den Knopf, kommt man in das Untermenü und das erste, was blinkt, ich drücke nochmal drauf, dann bin ich im Hot Start. Hot Start ist der Strom am Anfang, der etwas höher ist und den kann ich auch im Prozentbereich, na Prozent ist Quatsch, von Stufe 0 bis 9 einstellen. Ja, und Hot Start bedeutet, ich brauche am Anfang ein bisschen mehr Energie, damit ich auch sauber zünde und genau das stelle ich damit ein. Dann gehe ich hier in das zweite Menü, das ist Arc Force. Das heißt, hier wird die Lichtbogenlänge auch, wie gesagt, von Stufe 0 bis 9 kann ich eben einstellen, wie der Lichtbogen nachreguliert wird. Und dann kann ich hier noch ein paar weitere Menüs gehen. Das wäre jetzt hier 50 Hertz. Ich glaube, das ist Quatsch. Ja, was gibt es noch? Valley. Hier kann man noch einstellen, ob man eine basische oder saure Elektrode hat. Welchen Sinn das hat, weiß ich auch nicht. Dann kann man noch VRD einstellen. Ja? Das bedeutet Voltage Reduction Device. Da wird die Leerlaufspannung von 65 Volt auf 15 runter geregelt. Das soll Unfälle vermeiden. So, dann habe ich hier noch eine Anzeige. Einmal den Strom, wenn ich schweiße. Da wird mir tatsächlich der Schweißstrom auch angezeigt, der dann fließt. Und hier ist die Temperatur von dem Gerät. Je nachdem, wenn ich jetzt ganz viel schweiße, geht das eben auch mal auf 50, 60 Grad hoch. Das war's eigentlich. Und hier geht's raus. Ja, ich habe hier jetzt mal so eine 2,5er Elektrode eingespannt. Und ich muss sagen, ist natürlich relativ groß im Handgelenk, wenn man einen normalen Elektrodenhalter gewöhnt ist. Aber ich denke mal, das kriegt man hin.
Ich versuche jetzt mal am Probestück was zu schweißen und dann gucken wir mal, ob wir hier eine Naht ziehen können. Ne? So, 2,5er Elektrode. Wir testen das hier einfach mal ein bisschen aus, wie wir damit zurechtkommen. Also grundsätzlich hat es erstmal geklappt. So, dann machen wir mal einen Schweißversuch. Wir ziehen hier einfach mal so eine Raube auf den blank gemachten, was ich habe. Aha, hat ja schon mal geklappt. Gucken wir uns mal an. Wir haben jetzt hier die erste Testraufe gemacht. Ich mache mal die Schlacke ab. So, erste Testraufe. So, das Gerät jetzt mal eingestellt auf 95, auf 92 Ampere. Jetzt versuchen wir nochmal eine Testraufe daneben zu ziehen. Mal gucken, ob wir das ein bisschen glatter hinkriegen. Ja, zweite Testraube gucken wir uns mal an. Ah, danke. Haben wir die Einstellung schon etwas besser getroffen? Also das ist jetzt hier ein 5 mm Blechwinkel, 105 Ampere, 2,5er Elektrode, Kehlnaht. Wir mal 2 mm Quadratrohr verbinden. Hier machen wir eine schöne umlaufende Naht rum, 8 mm Blech und 5 mm Blech. Nun gucken wir mal, wie das klappt mit einer 3,2er Elektrode.
Also wie ihr seht, das hat ja alles relativ gut geklappt, ne? Ich habe hier mal so ein Rohr geschweißt, ja, ringsum umlaufend, das hat funktioniert. Ich habe hier mit einem Fünferblech mit einer 2,5er Elektrode eine Kehlnaht gemacht, das hat gut geklappt. Und hier natürlich Achterblech und Fünferblech, eine richtig schöne Kehlnaht geworden. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was macht man denn eigentlich? Es gibt ja Elektroden, die auch am Pluspol verschweißt werden. Also ich habe dann ein paar Edelstahlelektroden, die müssten hier an. Was macht man jetzt? Also das würde mit dem Ding im Prinzip auch gehen. Man würde dann eigentlich das hier rausbauen, das hier abmachen, diese Dinseklemme. Dann würde man die hier oben reinbauen. Und dann könnte man hier unten. Ja, dann müsste man das Ganze aber so schweißen. Ja, ich weiß nicht, ob sich das vom Handling her macht. Dafür ist es natürlich nicht so super optimal. Aber man könnte ja sicherlich auch eine ganz normale Masseklemme bzw. ganz normales Schweißkabel anschließen, was ich hier so habe. Also würde sicherlich auch funktionieren irgendwie. Ja, also ich muss sagen, ich war ja erst ein bisschen amüsiert über dieses Erscheinungsbild hier, ja, von dem Gerät. Muss aber sagen, es hat ja doch einen halbwegs vernünftigen Dienst geleistet. Ja, wenn man sich so die Nähte hier anguckt, die dabei rausgekommen sind, ist das schon okay, ja, die 140 Ampere. Warum habe ich dieses Gerät hier vorgestellt? Also mir geht es ja darum, das sind 1,5 Kilo hier in meiner Hand, ja. Und damit kann ich doch 120 Ampere hinbekommen. Ich kann damit ein Achterblech mit einem Fünferblech entspannt verbinden. Es ist wahrscheinlich auch für die Leute, die irgendwo in der Montage sind, irgendwo raufklettern. Ich habe da so ein Gewächshaus, wenn man da was schweißen will, dann nimmt man einfach nur einen Stecker mit und dann legt man los. Und ich finde es ja interessant, wo geht die Reise in der Schweißtechnik noch hin in Zukunft? Ja? Also wir haben jetzt 2021 und wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass man mit so einem Handgerät tatsächlich auch schweißen kann, auch mit 120 Ampere, eine 3,2er Elektrode. Also mein Opa, der hätte mir das nicht geglaubt, wenn ich ihm das damals erzählt hätte. Und viel spannender ist noch, wo geht die Reise hin? Vielleicht haben wir ja zukünftig ja eben auch nur noch einen dicken Elektrodenhalter, mit dem wir dann schweißen, vielleicht in 10, 15 Jahren. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann probiere ich den für euch natürlich aus. Aber wie gesagt, es ist mal ein ganz anderes Konzept. Ja, warum nimmt man das, baut man das nicht alle so klein, nimmt es in die Hand? Das fand ich ganz cool, deswegen habe ich es mal vorgestellt. War mal interessant, ein schöner Ausflug. Ja, für die 139 Euro, wie das Teil kostet, kriegt man leistungsstärkere Geräte, die etwas größer sind. Also ich kenne da so einen Laden, da gibt es gelbe Geräte, da kriegt man die. Und die sollen auch ganz tolle neue Technik haben mit Displays und so weiter. Ich konnte es leider noch nicht probieren. Aber wie gesagt, ganz interessant. Ich fand es spannend. Ich hoffe, ihr fandet es auch spannend. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder den Spreewälder ein. Und bis dahin sage ich, mach's gut und ciao.